Die Tiere haben sich im Wald versammelt. Und zwar geht ein Gerücht rund, der Werwolf ist im Wald und hat eine Todesliste. Kommt der Bär, sagt, das ist mir scheißegal, der Werwolf kann mich mal, ich bin ein großer, starker Bär. Nächsten Morgen treffen sich die Tiere wieder und der Bär ist tot. Alle, Gott, der war bestimmt auf der Todesliste, wie kriegen wir raus, wer noch drauf ist? Kommt der König, der Löwe und sagt, ich bin quasi der König von euch allen, vertraut mir, ich werde euch vor dem Werwolf schützen. Der ist morgen nicht mehr da. Nächsten Morgen treffen sich die Tiere. Der Löwe ist tot. Natürlich totale Panik, weil der Bär und der Löwe waren die Stärksten. Wer soll die Tiere im Wald vor dem Werwolf schützen? Kommt der Hase. Könnt mir nicht einfach fragen, wer auf der Todesliste draufsteht? Bist du bescheuert? Der Werwolf, der frisst uns alle. Und die Versammlung verläuft sich, aber der Hase denkt sich, ich probier's einfach. Geht dann zum Werwolf einen Bau. Du Werwolf, was? Du hast doch eine Todesliste? Ja. Yeah. Stehe ich da drauf? Ja. Yeah. Kannst du mich runterstreichen? Klar, kein Problem. Was hatte der Hase, was alle anderen nicht hatten? Eine Idee? Den Mut zu fragen. Und den Mut wünsche ich euch, weil wenn ich nur hier vorne stehe und babble, wird das eine Alleinunterhaltung und kein Workshop. Deswegen, ich bin Mischka und willkommen zum SL-Workshop. SL-Sein ist natürlich so ein breites Thema, dass wir nicht alles heute abdecken können. Das war jetzt... Was? War jetzt auch eher so ein bisschen in Richtung SL-Einsteiger gerichtet, aber okay. Ich denke, wir können trotzdem ein paar Fragen klären oder vielleicht noch andere Themen besprechen, wenn wir mit dem zu schnell durch sind. Schauen wir ganz einfach mal. Jetzt mache ich den grundlegenden Fehler, ich muss mich rumdrehen, um die Agenda zu sehen, weil der Laptop nicht vor mir steht. Okay. Von der Technik her. Das ist der Rhetorik-Grundkurs. Ja. Gibt Abzüge der B-Note. Ich weiß. Leider. Na gut, versuchen es trotzdem so. Wie wählt man System oder die Plotart? Ich denke, da müssen wir in dem Kreis nicht allzu viel drüber diskutieren, weil, Was ist ein Plot? Genau. Du hast auch schon mal geleitet, Chamasa, oder? Nee, ich fasse es ins Auge, aber... Ey, das ist super. Dann ist es dein Workshop heute. Ja. Okay. Ein bisschen kenne ich alles. Ja, einfach so, es gibt so Kriterien, die man am Anfang gerne übersieht, auf die ich jedenfalls nochmal eingehen will. Was eine aufgestellte Frage ist, ich habe aber keine Ideen, wo ziehe ich mir eine Plot-Idee her? Und da kann ich halt nur meine Vorgehensweise schildern. Die Vorgehensweise gibt es sowieso nicht, das besprechen wir zum Schluss auch nochmal. Dann, wie baut man einen Plot auf? Will ich einen Few-Shot, will ich einen Many-Shot oder plane ich eine epische Kampagne? Und was nicht direkt mit Plotaufbau zu tun hat, aber ein gutes Instrument zur Hilfe ist, ist die Sandbox. Macht es schon Sinn, zum Beispiel für einen Few-Shot eine Sandbox zu bauen? Warum sollte ich eine Kampagne ohne Sandbox bauen? Das wären so Fragen, wo wir drauf eingehen können. Und dann, wie macht man NSCs ein bisschen interessanter, außer Gangster XY mit einer Knarre in der Hand oder so? Und was meiner Meinung nach sehr oft vernachlässigt wird, ist, wie gestalte ich den Schwierigkeitsgrad des Rollenspiels? Zur Agenda bis hierhin irgendjemand fragen. Gut. Feder ist so Platz. Kein Ding. Feder haben wir immer Platz. Danke. Das stimmt, ja. Okay, also, wie wähle ich das System und die Plotart? Ist natürlich klar, wenn du Bock auf ein Setting hast wie Sci-Fi oder Fantasy, wird es irgendein System sein, was Sci-Fi und Fantasy unterstützt. Also erstmal das, wo der Spieler drauf Bock hat, aber natürlich auch, wo die Spieler drauf Lust haben. Es ist halt das typische Tischrunden-Rollenspiel-Thema. Wir spielen seit 20 Jahren DSA, gut, 20 Jahre sind es ältere Leute. Da gehe ich davon aus, dass sie ein bisschen miteinander kommunizieren. Aber ich gehe jetzt mal in Richtung Anfang 20, Mitte 20, wo dann der Spieler da sagt, ah, ich habe ein geiles System, das ist super, ja, wir machen mal Charaktere. Und dann stellt sich heraus, ja, das ist ja Horror oder das ist ja Warhammer 40k, also irgendwas, wo die Gruppe keinen Bock drauf hat. Also ist die erste Sache schon mal mit der Gruppe drüber unterhalten, auf was für ein Thema haben denn die Leute Bock. Thema Gruppenvertrag schon dann wieder. Dann
für ganz neue SLs klar, in welchem System fühle ich mich sicher genug, um zu leiten. Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt das Thema 2 Regel-SL an, also kenne ich die Regeln selbst gut genug, sondern fühle ich mich für mein Gefühl einfach angenehm genug in der Welt. Also zum Beispiel, ich behaupte von mir immer, ich bin ein ganz schlechter Horrorleiter, weil ich selbst diese Horrorstimmung nicht wirklich gut vertragen kann. Als Spieler bei Koali vertagen habe ich, glaube ich, bei der ersten Folge, ich glaube, 5-mal ausgemacht, den nächsten Tag weitergeguckt, weil mir das einfach zu intensiv war. Aber ich fühle mich jetzt in anderen Settings einfach wohl. Und das sollte man, gerade wenn man jetzt sagt, man will ins SL sein, reinsteigen, sollte man sich da vom Anfang vorher mal Gedanken machen. Dann ganz klar, wenn ich einen Plot aufbaue, wo liegt das Interesse meiner Spieler? Sind das alles Leute, die den ganzen Tag rätseln wollen oder die nur Würfel schlachten und Monster schnetzeln wollen? Dann sollte man sich überlegen, ob man mit so Spielern spielen will. Aber das ist dann für jeden SL, sollte sich das erstmal überlegen. Oder komplexe soziale Interaktionen wie bei L5R zum Beispiel. Dann wieder das Thema Gruppenvertrag, gibt es Go's und No-Go's, also nicht nur die sozialen No-Go's unserer Gesellschaft, sondern habe ich wirklich Spieler, die irgendwas ganz hart triggert. Ich denke da mal an die Rise of the Runewords Folge, wo es um Spinnen gehen sollte und der ignoriert das einfach weg, weil das Wort Spinne fiel. Das sollte man halt vorher ansprechen, definitiv. Die Fragen bis hier. Was die Intro-Geschichte nicht mitbekommen, Feder, ich habe motiviert, Fragen zu stellen, wenn wir hier da sind. Ja. Gut. Keine Sorge, ich bin da nicht so schön. Ja, kein Ding. Habe ich mir auch nicht gedacht bei dir. Ja. Hey, natürlich ist es auch bei euch die ganze Zeit melden. Kann ich sowieso immer. Vielleicht mal so als Diskussionsfrage in die Runde. Woher nehmt ihr Plot-Ideen, wenn ihr Plots aufbaut? Ist es generell, ich gucke am liebsten Richtung Filme, wenn ich Richtung World of Darkness mache, oder ich gucke lieber in Märchenbücher, wenn ich was Richtung Changeling mache, oder habt ihr eine eigene Quelle dafür? Bei mir ist das tatsächlich ein Mix aus so ziemlich allen. Ich habe Ideen aus Büchern, die ich als Kinder gelesen habe, da fallen Songs mit rein, die irgendeine emotionale Emotion in mir ausgelöst haben, aus irgendwelchen Gründen. Da fallen lustige Ideen ein, die ich um 3 Uhr nachts habe, wenn ich dann aufwache und denke, das ist voll die coole Idee, die muss ich jetzt irgendwo aufschreiben, weil um 6 Uhr erinnere ich mich nicht mehr dran. Da fallen aber auch so Dinge rein wie die Charaktergeschichte von meinen Spielern. Ich versuche immer einen Global Plot zu haben und den Rest an Plot und Plot-Hooks halt auf der Hintergrundgeschichte meiner Spieler aufzubauen, damit die Welt von ihnen geprägt wird und sie durch die Welt geprägt sind. Gut, du hast gerade jetzt in Nutshell meinen Vortrag gemacht, wir können einpacken. Also das wäre mir der wichtigste Punkt, also weil du das jetzt auch mit dem, wenn ich nachts aufwache, habe eine Idee, du hast bestimmt einen Zettel und Stift im Bett liegen. Ja. Ja, kenn ich, gut. Also genau das ist der Punkt. Es gibt auch wieder hier nicht, ihr müsst Plot-Ideen aus Filmen oder aus Büchern nehmen. Klar kann man das machen. Man kann auch vorgefertigte Abenteuer nehmen, Kapitel daraus sich das zusammenbauen. Aber einfach, was sich für euch natürlich und gut anfühlt, das ist immer die Antwort. Was ich auch gerne gemacht habe oder auch noch mache, ist, wenn ich halt selber Erfahrung als Spieler hatte bei bestimmten Abenteuern und mir irgendwas nicht so nicht gepasst hat oder merkte, das hätte man vielleicht, das hätte ich vielleicht anders gemacht, dass ich das Abenteuer dann halt selber nochmal spiele, wie ich es gerne erlebt hätte. Ja, ja. Das ist einfach so steckenpferd. Wo ich auch nach längerer Zeit zu leiten ein großer Fan von geworden bin, sind Plot-Tabellen oder Plot-Generator. Wenn ich dann irgendwie heute Abend ist eine Runde, ich brauche noch irgendwie kurz Abenteuer, aber habe keine Idee oder manchmal auch Tage vorher. Man ist eigentlich gut im Setting drin, aber für die konkrete Gruppe fällt einem irgendwie gerade nichts ein. Dann gibt es da wunderbare Tabellen, wo man dann die Eckpunkte auswürfen kann. Die haben mir dann manchmal schon gereicht, dass dann so mehr und mehr das Bild dann entstanden ist. Im besten Fall ist da sogar eine kleine Kampagne daraus geworden, aus einem ausgewürfelten Abenteuer. Ja, ich muss sagen, was mir damals den Einstieg in das SL und das Plotten erleichtert hat, war ein Zitat von The Dentist in meiner ganz, ganz Anfängerzeit, wo ich nur Zuschauer war und ein unglaubliches Fangirl, wo er gesagt hat, klaut wie die Raben. Und das habe ich mir einfach zu Herzen genommen und habe tatsächlich meine ersten Plots einfach nur aus Dingen zusammengeklaut. Und darüber hinaus habe ich dann gemerkt, okay, in die Richtung kann ich Dinge gut entwickeln, in der Richtung habe ich Probleme, da brauche ich mehr Inspiration oder weniger, oder ich brauche jemand anderes, weil der sich da gut auskennt. Mhm. Und das hat mir den Einstieg unglaublich erleichtert, mir auch die Angst genommen, ja. Weil ich quasi so eine Erlaubnis hatte, so dachte, du musst jetzt nicht die Welt von null auf erfinden, du brauchst nicht das Rad
Blatt. Richtig. Mach einfach. Also weil du gerade auch bei Zitaten warst, Dentip, richtig, ist ein, für mich ist ein ganz großes Zitat von Frank Vogt, glaub, wenn ich das auf die Cloud-Allegorie ziehe, Cloud im Leben. Wenn ihr durchs Leben geht, schaut euch Sachen genau an. Ich hatte heute Morgen ein absolutes Paradebeispiel für einen Plotdruck oder für eine Plot-Situation. Ich war mit Koalia, der hat Reifenplatten bei einer Werkstatt. Wir kamen da an, der ganze Hof voll alter Autos, okay, das ist eine etwas rustikalere Werkstatt. Und Koali ging rein, da gingen zwei Tore auf und da kamen halt zwei Männer, absolute Stereotypen des deutsch-russischen Handwerkers bzw. Mechanikers raus, haben sich auch auf Russisch in Gossensprache begrüßt. Ich so, okay, das ist quasi schon eine Vorlage für Plot. Dann kam dann der Vater von ihm wahrscheinlich aus einer Tür, die Latzehose an einer Seite offen runterhängen, mit einem Pitbull dabei, hat mit dem Pitbull gespielt, der hat nach Alkohol gerochen ohne Ende. Also bessere Plotvorlage oder Situationsvorlage kann man nicht kriegen. Super, super gut. Also ja, aber klar, Nochmal an die, wie du es ja schon gesagt hast, Filme, Bücher, was auch immer euch passt, was euch greift. Wenn ihr viel lest, werdet ihr wahrscheinlich mehr Plot-Ideen aus Büchern kriegen. Wenn ihr viel Filme guckt, war halt wahrscheinlich daher. Aber einfach versperrt euch nicht. Oder für die, die es dann ein bisschen theoretischer haben wollen, die 36 Plots von Carlo Gozzi. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Es gibt quasi nur diese 36 Plot-Ideen im Grundgerüst. Mehr Geschichten gibt es nicht. Der hat immer beschrieben, kann man googeln, gibt es leider nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Aber das ist halt jedes Buch, jeder Film ist auf eine dieser Plot-Ideen zurückzuführen. Jetzt bin ich ja versucht, das zu googeln, daraus zu finden, ob mir noch eine einfällt. Challenge, auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. Triggert mich an die letzten, es kann nicht nur 36 geben. Challenge starten. Die Geldthese. Ja, oder halt in unserer Gemeinschaft, nenne ich es mal, es gibt so viele Streams, da gibt es bestimmt irgendeine Plot-Idee, die man eins zu eins verwenden kann, wiederverwenden kann. Da ein schönes Event für den Nordpol, so 36 Plot-Ideen und sollen halt alle einmal ankommen. Ja, warum nicht? Genau, das wäre gut. Wäre länger als einen Monat, aber macht mich schon allein die Hälfte. Ja. Gut, wie baut man Plot auf? Ich habe es jetzt mal Few-Shot genannt, weil One-Shot ist ja das Band-Word. Das nutzt man nicht mehr. One-Shot in drei Akten. Das ist auch gut. Aber da musst du ja vorher wissen, dass es drei Akte sind. In meinem Master, in meinem Sinn. Ja, das ist ja gut, wenn du das hinbekommst. Auf jeden Fall, genau. Das sind jetzt auch wieder alles nur, ich sag mal, Richtlinien, keine Gesetze. Das kann jeder wieder, wie es sich für euch gut anfühlt und wie ihr das wollt. Wenn ihr sagt, wir machen einen One-Shot, also ich habe jetzt aufgeschrieben, Charaktere sollten sich kennen oder in der Situation starten, die sie zusammenarbeiten zwingt. Bordered Error oder Sandbox, also zum Beispiel klassische Cthulhu, ihr seid auf einem Schiff oder im Zug, mitten in der Nacht und so weiter und so fort. Aber wenn ihr sagt, nee, von meinem One-Shot ist der wichtigste Teil, dass die Charaktere erstmal sozial interagieren und sich kennenlernen, ja gut, dann passt das zu dem Abenteuer, das ist natürlich klar. Eine begrenzte Anzahl von Schlüsselszenen, also sich nicht denken, ich habe 20 Pro- und Antagonisten und die müssen den jeden mal kennenlernen, das geht in den One-Shot schon gar nicht rein. Also da sollte man eine klare Struktur. Wenig NSCs ist jetzt mal relativ gesagt, aber halt auch nicht zu viel Material, weil Spieler, ist, man kennt diese Spezies ja, laufen ja nie sofort dem hinterher, was man denkt oder was man möchte, sondern die suchen sich erst, was für sie, aus welchem Grund auch immer, interessant ist. Und da müssen wir halt einfach die Anzahl von Angriffspunkten ein bisschen begrenzen, wenn man halt wirklich sagt, es soll ein One-Two-Shot werden, ich habe da Zeitdruck, ich habe da Con, was auch immer. Ganz klar, so ist jetzt so eine ganz klassische One-Shot-Situation hier bei uns auf der Con. Ebenso halt auch, wie eben schon gesagt, begrenzte Anzahl von Verflechtungen mit NSCs. Wenn dann in diesem One-Shot rauskommt, dass zwei NSCs oder bei uns war es gestern SC und ein NSC eine Bindung haben oder eine Feindschaft haben, dann gibt das der Sache natürlich mehr Pep, weil es sich realer anfühlt. Aber wenn man da dann 5, 6, 7, 8 Netzwerkteile draus macht, ist es halt für den One-Shot zu komplex. Genau, und begrenzte Anzahl von Point of Interest. Ist ja so klar, wenn ich jetzt ein Western-Setting spiele und ich habe dann, sagen wir mal, einen Saloon, ein Gefängnis und einen Waffenladen. Das wäre für einen One-Shot schon so, abgesehen von den ganz normalen Häusern, die da sind, das wären einfach die Points of Interest das Maximum. Wenn ich jetzt sage, ich habe da aber noch eine Goldmine und ein Räuberlager und einen Indianerfriedhof und dann weiß ich schon, das wird kein One-Shot mehr. Weil ich und den Puff. Und den Puff, ja. Das kann man natürlich auch sagen. Also, da wüsste
wüsste ich als Leiter schon, es wird kein One-Shot mehr. Und ich würde mir auch als Spieler ganz ehrlich verarscht vorkommen, weil ich sage, mein Leiter sagt, es ist ein One-Shot. Und wir haben so viele geile Sachen, die ich gerne alle sehen würde. Und ich komme nie dazu. Also das ist natürlich auch wieder so ein Ding, was für ein Erfolgserlebnis will ich nach dem Setting bei den Spielern hinterlassen. Sollen die sagen, jo, wir haben die Sache gelöst oder da ist noch offen, da ist noch offen, da ist noch offen. Das ist irgendwie so wie eine halb fertig gegessene Pizza. Ich muss aber nach Hause. Ich bin aber satt. Pizza. Das ist ein Plot, den ich für einen eigentlichen One-Shot, es wurde dann ein Three-Shot, in DSA gemacht habe, gestrandet auf den Waldinseln. Und das war halt genau, also das ist Excel für diejenigen, die das vom Programm nicht sofort sehen, das war mein Plot, also in Excel-Kästchen gemalte Karte mit ein paar Wörtern drin, fertig, der Rest konnte nicht wieder laufen und nicht machen. Ich habe mir natürlich überlegt, okay, es muss Subplots geben, irgendwie müssen die sich ja kennenlernen und auf diese Insel kommen. Ich fände es jetzt doof, wenn ich sage, ihr wacht alle auf und ihr liegt am Strand und ich gucke einen Bär an oder so. Dann denke ich auch, okay, dann haben die immer noch keine Beziehung. Und genau das war der Punkt. Wir haben den ersten Subplot, die An- bzw. Ankunft, wie kommt die Gruppe auf die Insel. Wir haben so zwei Szenen auf dem Schiff gemacht und da haben schon die Spieler angefangen, NSC zu hassen. Das kam schon Emotion direkt am Anfang mit rein. So super. Ich hatte so viel Spaß. Und nicht nur die Spieler. Ich saß da, ich hätte echt ein Gesichtskrank am Leben. Ja. Gut, und Tagen nicht wissen, ganz genau. Ja, dann was halt bei einem, Castaway-Setting klar ist, muss erstmal Unterkunft, Nahrung, Wasser, tralala. Das sollte für meiner Meinung nach Teil davon sein. Man kann auch sagen, ihr findet sofort fette Militärboxen mit Nahrung das Thema vergessen. Aber ich finde, das gehört halt so ein bisschen dazu, sich mit dem Problem auseinandersetzen. Dann klar, was geht auf der Insel ab? Erkundung. Und dann, wie komme ich weg? Flucht. Also man hat zum Beispiel gesehen, was hier so hellgrau ist, das wurde erkundet, das heißt, den Tiger haben sich getroffen, von dem Uthulu-Dorf wussten sie nur, weil sie Rauch gesehen haben, oder sind sie nicht hin, die alten Feiglinge. Das Waffenlager haben sie gefunden, aber die Tropfsteinhöhle mit dem Erdelement haben sie auch nicht gefunden. Davon wussten sie aber auch nichts, deswegen konnte, von dem Thema eben, ist hinterher nicht so dieses schale Gefühl von, oh, da wäre noch was Cooles gewesen. Hätte ich jetzt gesagt, da liegt irgendwie eine Weg aus Kristallen und sieht irgendwie interessant aus, dann wären die vielleicht gar nicht auf das Schiff gegangen zum Schluss. Aber so wird es von meinem Gefühl, Leitergefühl, war die Sache rund abgeschlossen. Es war klar, dass es nur ein Fühlshot war. Vielleicht kommt man irgendwann mal wieder zurück, also schauen wir mal. Gibt noch keine Fragen aus, dann mache ich einfach mal weiter. Also ja, guter Dienst. Der Manishot wäre dann quasi die nächste Stufe, also man sagt, okay, es soll nicht ganz kurz werden, aber auch nicht super episch. Also Manishot bezeichne ich jetzt als klassisches DSA-Abenteuer. Wenn man jetzt nicht Gruppen hat, die 15 Runden spielen, bevor der Plot losgeht, das ist klar. Aber irgendwas so zwischen 5 und 20 Runden. Also in einem Abenteuer? Warum? Ich find's super gut, ich genieße das. Ja, Klima Nacht ist ja ein Abenteuer, das haben wir ja schnell durch. Wir wollen das mal so zwischendrin spielen, zwischen zwei Kampagnen. Zwei Jahre später. Zwei Zwillingsfolgen später. Wissen wir wissen nur, wie groß die Kampagne danach werden. Ich will es nicht wissen, ich habe Angst. In Relation dazu, von den Daten von eben, ein bisschen mehr Einführungsphase. Ich habe jetzt einfach mal als Pi mal Daumen Wert genommen von der ersten Spielsitzung. Angenommen, mein Manishot geht irgendwas zwischen 5 und 15 Spielsitzungen. Sollte man sich dann wirklich schon von der ersten Spielsitzung einen großen Zeitpunkt nehmen, weil mit den Charakteren spielt man ja länger. Die sollte man wirken lassen. Da sollte ein Gefühl dafür da sein, nicht der Region spielt wieder nur 15 Krieger, der draufhaut. Oder nee, es ist der Herr von, den der Spieler der nicht aussprechen kann, die ersten 20 Folgen lang. Ja, also das hat aber Hand und Fuß. Ja, Hand und Fuß, definitiv. Also, du hast dann einfach ein ganz anderes Gefühl als SL, wie du deine Gruppe bedienen kannst, weil du mehr als nur das auf dem Papier geschriebene siehst, sondern auch wirklich das Spielerlebnis hattest, aber als auch als Mitspieler hast du halt einfach ein ganz anderes Feeling für die Leute in deiner Gruppe. Und erst wenn dieses Feeling, wieder nur meine Meinung, erst wenn dieses Feeling vollständig da ist, das ist ein Punkt, wo du
genau, oder das ist so die Grenze, wo ihr den Punkt von Unsicherheit, eine Gruppe findet sich und homogenes Rollenspiel geht los. Finde ich, das merkst man immer sofort. Wenn man merkt aber auch, weil das passiert dann sehr häufig, wenn die Gruppendynamik absolut perfekt ist, kann ja auch sein, dass man sagt, ja, ist okay so von der Konstellation, war okay, und man sagt, boah, das dann aus einem Few-Shot ein Many-Shot wird, weil man dann merkt, boah, ja, dieser One-Shot, der war jetzt echt klasse, so, wir würden ja gerne mal mehr machen, dann kann man seinen Abenteuer machen und dann kann man aus dem Many-Shot auf einmal, hey, das ist ja noch geiler, ja, jetzt habe ich ja richtig Das ist ja man kann ja aus wenigen NSCs und flacheren Charakteren tiefere bauen. Das ist nämlich das Problem. Und genau da sind wir beim Thema Gruppenvertrag. Wenn man sagt, ja, okay, es sind Leute, mit denen habe ich erst selten gespielt oder die kenne ich nur aus dem Discord oder was auch immer. Ich will erst mal so ein bisschen was probieren. Und wenn du dann merkst, hey, die Chemie stimmt, ja klar, go for it. Mach mehr. Kann ich keinen One-Shot machen. One-Shot ist Feier. Genau. Das ist eine Erfindung des Universums. Ungerade am besten Primzahlen, ganz genau. Das zieht immer. Diesen 7 auf 1 Streich. Ja, gut. Und dementsprechend kaskadieren dann aufwärts mehr Schlüsselszenen, mehr NSCs und natürlich mehr Points of Interest, weil man halt einfach sich so zusammengecommittet hat, man will länger zusammenspielen, dann kann man auch mehr Plot teilen und behandeln. Und zwar habe ich festgestellt, dass wenn ich jetzt einen Few oder einen Many-Shot mache, aber auch einen One-Shot, dass ich den Plot immer an den markantesten NSC hängen muss. Mhm. Weil wenn ich den Plot-Hook habe, und das ist so ein 0815 NSC, der halt nicht wirklich aus der Masse heraussteht, entweder durch sein Verhalten oder sein Aussehen oder seine Sprache, dann finden die Spieler den total langweilig, wenn daneben der quirkige alte Mann sitzt und über seine Schüssel, der halt, keine Ahnung, total gaga ist, dann laufen sie zu dem und sie werden den Plot nicht finden. Das heißt, habe ich für mich festgestellt, wenn ich will, dass meine Spieler irgendwo hingehen, dann muss ich da halt quasi wie so mit so einem Neonpfeil. Es muss auch irgendwas Markantes sein. Das ist halt genau der Punkt. Hast du feste Triggerpoints, die du vorher vorgelegt hast, oder sagst du, ich weiß, man wird das nicht mehr hören können, aber ich muss wieder Frank zitieren. Ja, wo er sagte, er hatte diese Sandy, die eigentlich vor Irene heißen sollte, die Slur, nur so eine Nebenrolle, aber durch das Anspielen wurde die so wichtig und zum Schluss wurde ja quasi ein eigener Plot um sie, durch das viele Anspielen. Und genauso, also mache ich es bei mir eigentlich bei fast allen NSCs, wenn ich weiß, ich habe Plot A, Schatz finden, der soll von einem alten Schamanen, ja, die Spieler spielen den aber nicht an, 2, 3, 4, 12 Sessions, ja, dann kriegt halt den Plot auffangen jemand anderes. Und wenn ich dann weiß, sie haben das vermittelt bekommen, dann sagen die Spieler, boah, Schatz ist so oldschool, keine Lust, wir wollen Tavernenführer schreiben. Ja, hey, dann mach das. Ne? Also, versuchen würde ich es auf jeden Fall, aber wo ich halt davon abgehe, ist halt, das muss dieser eine NSC sein, der das Ding überbringt, weil er der alte Goldgräber ist. Aber hey, das ist auch wieder, was ich für mich cool finde. Vielleicht mal so als Einlenk bei Kaufabenteuern. Wenn man jetzt an sich selber keine ausdehnt, sondern man sagt, Kauf. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, egal welches Setting, es gibt unglaublich viele NSCs, die total wichtig sind, die völlig farblos sind. Ja. Die werden dir halt so aufs Auge gequetscht, so, das ist der, bumm, das war's. Und du denkst dir, warum? Ja, dann, du solltest Abenteuer schreiben. Das ist halt so irgendein Boden, der aber dann irgendwie durch deinen Sponti total cool wird und dann stehst du halt da. Dann, wie kommt ihr auf diesen Boden? Entweder machst du den dann wesentlich interessanter, als er im Buch steht, oder schmeißt ihn raus. Ja. Also man wollte sich eigentlich nie sklavisch an die Buch-NSCs halten, was aber gerade viele SL-Neueinsteiger halt machen als Sicherheit. Und dann, wenn die Gruppe selber unerfahren ist, klappt das relativ gut, aber wenn du halt einen Mix aus Erfahrung und Unerfahren hast, kann das sehr schnell ein bisschen blöd werden. Da muss man halt einfach dann. Oder sich dann direkt als Meister dann auch die Möglichkeit haben oder auch dann sagen, Feedback holen von den Spielern, wirklich Feedback. Fandet ihr das so okay? Soll ich was ändern? Wie findet ihr die Leute? Oder auch, was wir mal gemacht haben, war eine Umfrage zu machen. Nach einer Zeit lang habe ich das gemacht, nach drei Sitzungen oder so. Welche NSCs findet ihr am spannendsten, wenn die wiederkehren? Und daraus habe ich damals dann viel gezogen, weil die Spieler mir gesagt haben, boah, der war total langweilig oder der war super.
oder so, dann kann man darauf dann nochmal nachträglich eingehen. Mhm. Ich glaube, der Kauf Abenteuer. Ist halt so, ja. Wie gesagt, schreibt ein Abenteuer und ich glaube, das wird ankommen. Danke, wie schön. Ja, bitte. Ja, gut, ich hatte eben noch mal was von wenigen Point of Interests geschrieben, was ich nicht explizit erwähnt habe, das denke ich gerade bei Few Shots und bei wenigen Point of Interest, dass man eigentlich nur die Möglichkeit hat einer linearen Abfolge, dass man diese Punkte möglich, ja, ausschließen will ich auf keinen Fall, je nachdem wie das Abenteuer aufgebaut ist, aber dass ich die von der Reihenfolge her abwechseln können. Man muss erst den Schlüssel finden, bevor man die Prinzessin retten kann oder erst den Drachen töten und die Prinzessin retten kann und so weiter. Ich habe das jetzt mal um einen... Bitte? Oder Prinzessin töten und den Drachen retten. Wenn du auf Drachen stehst, klar! Das ist ein episches Mount. Whatever floats your boat. Whatever floats your boat, so ist es, ganz genau. Ich habe jetzt mal von einem Many-Shot-Abenteuer. Das war schon eigentlich immer Many-Shot-Definition, das waren 20, glaube ich, wo wir gespielt haben. Genauso eine Plot-Sequenz mal aufgemacht, einfach, dass man Ideen bekommt, wie man sich sowas aufmalt. Leute sagen, okay, Plot, das müssen jetzt zwei Seiten runtergeschriebener Text sein, aber sich in einer leitenden Leitsituation, SL-Situation, dann, also mir fällt das schwer, durch handgeschriebenen Text durchzangeln, wo bin ich jetzt, ich brauche eher oder kann besser mit Grafiken arbeiten. Und hier wüsste ich dann, okay, ich habe so eine Art Moderatorkarte zu jedem dieser Timeline-Punkte, was sind die NSCs, was sind die Events und fertig. Aber im Idealfall sollen die in dem, sieht man das dadurch hier, einfach überhaupt? Ja. Am besten sollen die in irgendeiner zeitlichen Reihe abfolgen, also im Fall von Adlerbanner, es muss erst das Siegel irgendwie gestohlen werden, bevor man es später beim Finale von Don Fredos zurückholen kann. Dann, was sich bei uns eine Zeit im Spiel entwickelt hat, ist, wenn man mehr als drei NSCs irgendwie mit dabei hat, die auch eine gewisse Wichtigkeit haben und Interaktionen, und dann das mal ein Beziehungsnetzwerk aufmalt. Also, welche Verbindungen haben Spieler zu NSCs, welche Verbindungen haben NSCs untereinander, zu welchen Fraktionen gehören NSCs und welche Verbindungen haben diese Fraktionen. Und dann gerade wenn ihr Politthemen habt, also wie jetzt Adlerbanner bei DSA oder bei L5R, wo es Clans gibt, die sich vielleicht mögen oder nicht mögen, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreiches Thema, dass man halt auf einen Blick den Überblick oder behält oder wenn ein neuer NSC reinkommt, dass man ihn schnell irgendwo zuordnen kann. Grundlegende Fragen, um so ein Netzwerk aufzubauen. Welcher NSC kennt einen SC und woher? Welcher SC kann welchen NSC beeinflussen und umgekehrt? Das ist für mich immer eine sehr unterschätzte Frage, weil typische ja, Fantasy-Setting, ja, da ist ein Barkeeper, wenn er nett ist, gebe ich ihm Geld, wenn er mit rumkommt, haue ich ihn um. Aber wie kann denn der Barkeeper den Spieler beeinflussen? Indem der Spieler dann sagt, ich habe kein Geld, also du kriegst halt nichts oder du kannst draußen auf der Straße schlafen und so weiter und so fort. Damit kann man ja auch einen gewissen Reiz und Druck auf die Spieler aufbauen, indem die NSCs nicht immer alles das machen, was sie wollen und was für eine Auswirkung hat das auf andere NSCs, wenn ein NSC schon mal nicht gemacht hat, was er soll. Also da wird der Informationsfluss, der um diese NSCs als Blase quasi drumherum hält, sehr schnell hoch. Und meiner Meinung nach kriegt man das dann wirklich nur sinnvoll schnell zusammengebracht, wenn man es irgendwie grafisch darstellen kann. Themisch hatte ich genau. Sowas habe ich mal für Adlerbanner versucht. Gibt es einmal, gut, jetzt bei unserer Ausprägung gab es doch die Fraktion DBA dazu, weil einer der Spieler ein DBA-Agent war. Es gab Leute aus Winsalt. Ich habe sie mal grob drunter die Antagonisten genannt, also wer war Gegner. Eine Szene war Schloss Baliri, wer war da anwesend und die Prabaker Gesandtschaft, also Gäste aus Prabak in Baliri, was hatten die damit zu tun? Ich weiß nicht, wie gut ihr seht hier, das in der Mitte, die drei, das waren die Spieler und der Rest waren halt alles NSC drumherum. Ich habe da nochmal gekennzeichnet, NSCs vorgegeben aus dem Abenteuer und NSCs, die ich dazu erfunden hatte, die haben ein Sternchen dran. Ich habe es dann einfach so gelöst, dass jetzt, wie gesagt, ich glaube, man kann es nicht so gut lesen,
hier die drei Pfeile untereinander zu den SCs, als Freunde vorher bekannt, Nieder von den Adlern, das Vorgesetzte von Almaldo, also immer da, wo der Pfeil hingeht, dazu stimmt das Wort. Habt ihr Alternativvorschläge oder schon mal andere Netzwerke gesehen, die es anders darstellen als, ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen wie eine verkappte Mindmap? Mhm. Ich bin für meinen Wechselbike-One-Shot, der jetzt eine Kampagne geworden ist, bin ich tatsächlich so dran gegangen. Ich habe ein komplettes Dorffeuer entwickelt und den Spielern dann eine Liste von NSCs und Kurzbeschreibungen vorgesetzt und habe gesagt, okay, ich möchte, dass ihr mir sagt, mit wem ihr im Dorf gut zurechtkommt, mit wem ihr aufgrund der Beschreibung nicht gut zurechtkommt, wem ihr was schuldet, wer euch was schuldet und wo vielleicht andere Interessen noch vorhanden sind. Und habe dann quasi darüber die NSCs im Dorf so ein bisschen gewichtet. Das war dann ganz lustig, weil wir hatten einen sehr neutralen Charakter und dann einer, der eher auf der einen Fraktion des Dorfes war, auf der anderen Fraktion bedeutet. Die haben so genau das goldene Dreigelände gebildet. So habe ich das quasi gelöst damals mit den Beziehungen zwischen den. Das handelt dann natürlich auch, wie die NSCs auf die Spieler reagieren. Weil wenn der gesagt, ich komme mit dem nicht gut klar, dann wird der NSC halt ein bisschen frustig reagieren, ja, wenn er jetzt kommt und irgendwas von ihm will. Und diese, sag mal, Vorgaben hast du gemacht, weil du vorher einen One-Shot geplant hattest und da nicht so viel Introduction-Time reinsetzen wolltest. Genau. Weil wenn du es von vorne als Kampagne gestartet hättest, hättest du dann trotzdem so gemacht, dass du die Karten ausgefallen hättest oder hättest du gesagt, nee, dann hätte ich lieber die Spieler, die NSCs wirklich kennenlernen lassen. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Wenn das von vornherein eine Kampagne gewesen wäre, dann hätte ich ihnen weniger Informationen am Anfang über die NSC gegeben. Gerade bei denen, wo sie mir gesagt haben, die kenne ich schon länger, haben sie dann zusätzliche Informationen bekommen, was die halt zum Beispiel nur über eine längere Freundschaft über den NSC herausfinden oder nicht. Oder halt auch eventuell über einen ihrer Spielercharaktere, mit dem sie dann halt mit dem anderen interagieren. Das ist ein sehr, sehr schöner ergänzender Ansatz. Also wenn man meine Folie sieht, ich habe ja gesagt, nicht so viele NSCs und so weiter, aber wenn du natürlich, ich sag mal, eine Vorgleichung einbaust und sagst, na, ich gebe denen halt schon Vorinformationen, weil die wohnen ja in dem Dorf, klar kennen die Leute, setzt jetzt für mich natürlich auch Spieler voraus, die nicht ganz neu in dem System sind, nicht ganz neue Rollenspieler sind, die halt so ein bisschen Vorbildung haben, aber ein super schöner Ansatzfehler. Ich habe halt auch noch Bilder dazu gefügt, ich habe mir so Bilder rausgesucht, die den Aussehen der Charaktere ungefähr dem kommen, weil Bilder sind ja auch nochmal ein sehr guter Transport von Informationen, die man halt nicht schriftlich weitergeben kann, dass sie halt auch eine Vorstellung haben, mit wem sie dann quasi reden, ohne dass ich jetzt am Anfang jeden wirklich einzeln beschreiben muss, sondern mehr so die Wirkung der einzelnen NSC als mögliche Aussehen beschreibe. Also ich finde es halt auch immer super, wenn man wirklich von den Spielern Hintergrund bekommt. Weil dann kann man da einzelne NSCs entweder hinzu erfinden oder wenn man dann was vorgegeben hat, sagen, hey, das würde bei jemandem nicht aufpassen, dann ist der halt für den das und das. Mhm. Das macht es dann einfacher, wenn die Spieler sofort eine Bindung haben. Ob das eine gute ist, ist ja egal. Ja, das ist eine Bindung. Ja, muss eine emotionale Bindung sein, ob die gut, schlecht. Ist ja auch egal, ob das vielleicht in Gradienstellung weiß, es dauert 3, 4, 5 Abende. Muss ja nicht im ersten sein, aber wenn du weißt, der taucht in der nächsten Stadt auf, der Typ, weil die da hingehen. Dann kannst du ja schon mal so ein bisschen dahin legen oder sie können ihn retten oder er ist in Schwierigkeiten oder entschuldigen, was dann hat man dann ein besseres Geflecht für. Mhm. Ja, definitiv. Aber das ist halt für die DSA ist halt so ein typisches Beispiel von erschlagen von NSCs. Ja, ja, klar. Und das geht noch. Ja, ja, vor allem, es waren, also wie du schon eben sagtest, es waren erschlagen von NSCs, aber die waren halt auch nicht lebendig ausgearbeitet. Mhm. Also da muss ich sagen, da stand viel dabei teilweise, aber. Das hat jetzt für mich keine Emotionen transportiert. Ohne groß zu spoilern, es gibt irgendwann einen gesiebenen Magierkonvent, wo ungefähr 36 NSCs vorkommen. Und nochmal etwa 40 weitere, die nicht genannt sind, aber theoretisch auftauchen können. Weil parallel findet auch ein Gewaltenauflage statt. Und das zur selben Zeit, in derselben Stadt. Und wenn du Magier, normale und Geweihte in der Gruppe hast, ist es verpflichtend, dass die Geweihten da reingehen, Magier da hat und die weder bei dem einen noch bei den anderen sein dürfen, die dürfen Würfel spielen in der Taverne. Das ist dann so, dann reden die mit dem und dem und der redet mit dem und dem, und dem, weil der da und da berühmt ist oder da was von möchte und der gehört zu der Akademie und der ist in der Gilde und der. Da weiß ich auch, was mich vorher einstellen kann. Ich hab's dann irgendwie nach noch 15 Begeisterung, die einfach überpräsent sind durch ihre Art.
Du hast dann hinten drin eine Tabelle, ich glaube eine sechsseitige Tabelle mit den NSCs, wo dann steht, der sieht so aus, das ist das Kernverhalten, Punkt. Ja. Danke. Irgendwann hast du keine Stimmen mehr, um die alle darzustellen. Das ist halt irgendwann das. Es sei denn, man heißt mich schon. So viele habe ich auch nicht. Ja. Gut, aber ja, definitiv. Haben wir gut auf den Punkt gebracht. Gut. Ja. Bereich Kampagne ist natürlich dann nochmal, wie Feder sagte, man baut was aus was klein, eine große Kampagne, oder man sagt, nee, ich weiß, es wird eine Kampagne, ich weiß, es wird ein großes Ding, ich weiß, es werden viele NSCs, ich habe den Spielern gesagt, die sollen sich super ausarbeiten und dann baue ich meine NSCs und baue den Plot und die Spieler sagen, das fühlt sich irgendwie seltsam an, das, irgendwas stimmt nicht. Warum? Weil der SL mit den Spielern vorher nicht geredet hat. Wenn ich einen Plot plane, muss ich den mit den Spielern zusammen planen. Oder ich weiß, es wird die G7, das Ding ist fertig geschrieben, ihr wisst alle, auf was ihr euch einlasst, dann ist das in Ordnung. Oder nicht, und lasst euch überraschen. Ja, gut. Ja. Was für mich bei der Kampagne extrem wichtig ist, weil Kampagne heißt lange zusammenspielen, sehr intensive Spielsituationen, auch mal, was man nicht so oft sieht, aber wenn man es sieht, finde ich immer sehr, sehr gut, sieht komplexe Streitfälle unter den Spielern oder mit NSCs. Das sind Sachen, die geben dem Spiel für mein Verhalten erst wirklich richtige Menschlichkeit. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn die Charaktere wirklich ausführlich vorgestellt wurden. Ausführlich mit, sie haben Probleme, sie haben vielleicht Süchte, aber sie haben auch Freuden. Also die ganze menschliche Spektrum an Gefühlen schon in der Vorstellung zumindest teilweise mit reingebaut wurde. Oder ich sag mal, so irgendwie im Plot vorher mit eingebaut wurde, bevor es wirklich an die komplexen Probleme geht, weil meiner Meinung nach kann man wirklich komplexe Probleme in einem komplexen Sozialverhalten in der Gruppe nur lösen, wenn das Sozialverhalten bekannt ist. Ich meine die transsilvanischen Chroniken und das ist ja auch so ein Ding, wo ich geguckt habe, okay, startet 1198 und endet 1998. Du spielst ja 8 Jahrhunderte lang. Ja. Ich hab Zeit, ne? Ich meine, da gibt es viele Zeitsprünge, die sich immer ein bisschen doof finden, aber du kannst natürlich so eine Strecke nicht spielen. Du funzt dich, dann bist du ja bis zur Rente beschäftigt. Wenn du als 12-Jähriger anfängst. Ja. Dann werde ich es dann so machen: immer in den Zeitsprüngen werde ich gucken, welche historischen Ereignisse stattfanden. Und wie können die Spieler da mitgewirkt haben? Genau. Damit da überhaupt was passiert. Oder wenn ihr einen Pläne habt, wie ich finde diesen Prinz total scheiße, den legen wir jetzt gemeinschaftlich um. Okay, cool, wie machen wir das? Ja, damit überhaupt ein bisschen Füllmaterial drin ist. Weil der Sensor ist schon tot. Ja, genau. Und bei der G7 hat man halt stark das Problem, entweder sieht man halt die G7 oder generell Kampagnen in fortlaufenden Fluff-Systemen. Als starres Gerüst an und man konzentriert sich nur darauf, oder wenn das Problem dann anfängt, willst du danach theoretisch weitermachen mit der Welt, müssen die Spieler an manchen Stellen theoretisch gegängelt werden. Mhm. Weil dann siehst du, der NSC, das mega Arschloch, muss die Kampagne überleben. Egal was die Spieler machen, er muss die Kampagne überleben, weil er später noch gebraucht wird. Und dann hast du eine mega Idee von den Spielern, diesen Typ umzulegen und du müsstest sagen, cool, aber klappt nicht, weil... Klappt aber. In solchen Fällen kommen dann viele ins Rotieren. Ich auch früher, ganz klar, weil... Aber nee, geht nicht, weil... Und ich sage, ja gut, dann ist er halt ups, dreht sich die Welt danach halt anders. Ja, genau. Das wäre ja natürlich. Okay, du willst noch Frage stellen oder was? Ja, die passt hier nicht rein. Ich schau mal, ob es noch auftaucht, ansonsten stelle ich sie zwischendurch. Hast du Schlagwort oder kann ich dir sagen, ob es noch auftaucht? Wenn Spieler sich im Hintergrund schreiben, aber den ignorieren. Okay. Wir machen das ganz einfach, weil ich habe es am Anfang vergessen. Wir machen eine Fragenbox. Und wenn die Fragen im Workshop nicht. Hast du Papier dafür? Hä? Hast du Papier dafür? Nö. Jetzt ist es doch zu spät. Ihre eigenen Hintergründe, ne? Manche Wände sind ja, einmal, manche auch, aber nur einmal. weil
wieder so Charaktere, die sich beziehungsweise Spieler, die sich einen gewissen Hintergrund schreiben, um halt gewisse Vor- oder Nachteile für sich zu verbuchen. Eventuell geht es dabei hauptsächlich um eventuell Freebies oder Abenteuerpunkte, die gefarmt werden müssen, um halt den einen Vorteil oder die spezielle Fähigkeit zu bekommen. Aber dann halt diesen geschriebenen Hintergrund im Endeffekt komplett ignorieren, egal wie oft man sie mit der Nase quasi draufstößt. Oder halt entsprechende Nachteile nicht ausspielen. Richtig. Also ich sehe das genauso wie du, dass halt in einer Kampagne die Leute Zeit brauchen, um halt sich zum einen aneinander zu gewöhnen, weil man streitet sich nicht mit einer Person, die man nicht kennt. Ja, das heißt, eine emotionale Schwelle, egal ob man vom Bildschirm sitzt oder am Tisch, man muss die Leute ein bisschen kennen und einschätzen können, um sich halt mit denen zu zoffen. Das lernt man halt in der Zeit über die verschiedenen Runden und dann kann man die auch anpumpen oder anschreien oder... Klar. Von der Klippe schubsen. dann macht man halt mehr Scheiß mit, wenn man die Leute besser kennt. Aber am Anfang, wie gesagt, wenn es halt dann halt so Spieler gibt, die halt was im Hintergrund haben und das immer mal wieder so, aber nur dann halt, wenn es passt, rausholen. Aber ich habe ja. Aber das hat halt keine Konsequenzen. Du wirst einen Vorteil bringen und keinen Nachteil. Genau. Kenne ich ja. Also über Nachteile nicht nachdenken. Das halt wäre meine Frage dann zum Endeffekt, wie gehst du zum Beispiel damit um? Wir können es gerne als Frage mit draufnehmen, können es nachher besprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr gerne. Ja. Da habe ich sehr fiese Methoden. Gut, also um das nochmal auf einen Punkt zu bringen, wenn ihr eine große, komplexe Kampagne ausarbeitet, nimmt die Spieler mit ins Boot, nur dann wird es wirklich rund und gut. Der letzte Satz bringt eigentlich alles auf einen Punkt, geht auf die Wünsche der Spieler ein. Wenn, ja? Gerade bei Kampagnen und bestehend sehr komplexe NSCs mit Wünschen, Ängsten und Interessen, das ist unglaublich anstrengend. Ja, klar. Also, man muss immer im Hinterkopf haben, wenn die Spieler mit dem NSC interagieren, was will der eigentlich? Was ist sein Ziel? Wie geht es dem gerade? Oder ähnliches. Mhm. Gerade wenn man viele NSCs hat, die irgendwie mit den Spielern verbunden sind, das ist unglaublich anstrengend, ja. SSL. Und da hatte ich am Anfang echt Panik vor. Weil da war es mir immer lieber, ich habe lieber nur drei NSCs, so ein totes Dorf, sag ich mal. Aber halt, ne, dass ich dann mich auf die konzentrieren kann. Wo ich halt einfach nur sagen kann, das kommt mit der Übung. Da darf man nicht Angst, also man sollte Angst davor haben, auch Respekt, weil es ist wirklich anstrengend, es ist Arbeit. SL ist auch Spielen, aber es ist auch Arbeit. Aber man kann sich der Herausforderung stellen und jeder findet da seinen eigenen Weg damit umzugehen. Sei es jetzt ein Tabellen, wo halt alles auf einem Blick drin steht, oder keine Ahnung, jeder ist ja einen eigenen Charakterbogen. Mhm, genau. Ne? Man findet da seine Spielhilfen. Das ist halt einfach nur, man sollte nicht Angst davor haben, sich dieser lebendigen Umwelt zu stellen. Genau. Für mich ist da auch mit Schlüsselinformation, das wird schwer, dass die Spielwelt auch wirklich erst lebendig wird, wenn es mindestens ein paar dieser NSCs gibt. Wenn die NSCs alle Alrik heißen und alle ein Langschwert tragen und alle ein Kettenhemd, ist es halt nicht real, weil es 50, sondern nur 15 an. Das ist mein Fall, weil Kampagne sich überlegen soll, welcher Art oder welchen Erfahrungsgrad, ganz doof gesagt, sollen die Charaktere von den Spielern eigentlich haben? Es macht einen Unterschied, ob du mir. Da kommen wir später drauf. Na klar. Also ich habe es als Schwierigkeitsgrad mit drin, aber das ist jetzt nicht nur wirklich, wie stark sind die Monster, sondern hat auch andere Sachen. Wie schnell sind kann ich gerne nochmal Beispiele bringen. Hier haben wir mal zum Thema Kampagnenplot, das Beziehungsnetzwerk eines SC-Hintergrundes für eine Kampagne, in der ich spiele. Und das ist jetzt quasi nur der persönliche, also hier ist die Hauptfigur, Vater, Mutter, Vater, Geschwister, hier noch ein paar Geschwister, hier ein paar Interessen, die mit reinkommen und das ist Verwandtschaft zu anderen SCs. Dass man halt zumindest dem Meister so viel Futter mitgibt, also ganz kurz jetzt, das ist L5R, kennt das Setting jemand gar nicht, feudales Japan. Wirklich, der Mann ist der Boss, in dem Fall war der Vater der Familiendaimyo, also der Familienchef, Hauptmann, Häuptling, wie auch immer. Ich hatte ein paar Schwestern. Story, wo du dir denkst, ja, das ist einfach ein Arsch, wir werden schon irgendwie spielen. Sie so, warte mal, lass mich mir überlegen, der könnte deiner Mutter, während sie schwanger war, irgendeinen Dämonenfunken eingepflanzt haben. Aha, erzähl weiter, läuft, läuft.